den Macher vorstellen oder einen der beiden Macher. Das eine ist der Nico Tierbach und das hier ist der Ronald Pohl. Das sind die beiden Geschäftsführer von der Aldente Group GmbH und Co. KG. Das sind die Betreiber vom Dresdner Hüttenzauber. Der Ronald wird uns jetzt erzählen, was hier drin zukünftig passieren wird und was ihr heute schon ausprobieren könnt. Also das ist quasi unser Curling-Eisstockanlage. Wir haben hier 8 Bahnen, also 2 Pagoden hier nach vorne. Es sind jeweils 4 Bahnen in die Richtung, das ist immer Hüttenrestaurant. Und 4 Bahnen hier. Die anderen Bahnen, die werden heute Nacht noch fertiggestellt vom Licht, dass man auch was sieht. Wir haben jetzt mal als Probe jeweils 4 Eisstöcke hingelegt. Also könnt ihr gerne mal testen. Eine Daube, das sieht ihr oder seht ihr dann vorne. An dem Lichtende ist eine Daube aufgestellt und wer so nah wie möglich an die Daube spielt, hat quasi dann gewonnen. Normal werden es mit 8 Curlings oder 8 Eisstöcken gespielt. Jetzt mal zum Testen haben wir einfach mal 4 Stück. Ungefähr 20 Euro auch eine entsprechend große Freude machen kann. Deshalb der Stand, an dem man nichts kaufen kann. Man darf aber jederzeit gerne natürlich etwas hinbringen. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Blick drüben in die große Eventhütte und in die Bar.